Leute, heute habe ich 14 brandneue Leaks in GTA 6 für euch. Wir fangen direkt mal an. Es wird in GTA 6 Verkaufsautomaten quer über der gesamten Map verstreut geben. Du kannst Snacks kaufen, du kannst Drinks kaufen, die können dir einen extra Boost geben, die können dich heilen und du kannst sogar Munition kaufen und viele, viele andere Sachen. Ob da auch Waffen drin sind, kann ich aktuell nicht sagen. Das ist das, was ich aktuell zu den Verkaufsautomaten weiß. Als zweites gibt es Handschuhe, diesmal nicht nur als Accessoires. Tatsächlich ist es so, dass du mit Handschuhen unterwegs ein Stück weit mehr inkognito unterwegs sein sollst. Du bist vielleicht an Tatort A, hast keine Handschuhe an, deine Fingerabdrücke werden irgendwo gefunden. Du bist aber noch nicht aktenkundig, sage ich jetzt einfach mal auf Deutsch gesagt, aber auf dem zweiten, dritten, vierten Verbrechen irgendwo, wo du vielleicht nicht vorsichtig genug warst, werden deine Fingerabdrücke gefunden, du wirst gefunden und wirst mit einigen anderen Taten in Verbindung gebracht. Also Handschuhe tragen macht auf jeden Fall in GTA 6 absolut Sinn und auch die Polizei soll natürlich deutlich intelligenter sein. Für die Polizei gibt es aber nochmal ein extra Video. Dann soll es ein Ruhmsystem in GTA 6 geben. Das heißt, du kannst in-game Berühmtheit erlangen durch Events und spezielle Missionen. Dadurch bist du wirklich erkennbar für NPCs auf der Map. Das kann aber auch zur Folge haben. Also es gibt einerseits positive Aspekte. Du kannst Werbedeals klar machen, dadurch Geld verdienen. Und es gibt eine in-game Social Media Plattform, wo du Follower generieren kannst und alles so ein Spaß. Es kann aber auch negative Folgen haben. Stalker, eventuell Rivalen, die dich irgendwie verfolgen, dir eine reinhauen wollen, sich an dir rächen wollen und halt Stalker. Müssen wir nicht weiter drüber reden, was die mit einem so alles anstellen wollen. NPCs, das ist der nächste Punkt. NPCs sollen in Zukunft deutlich intelligenter sein, eigene Persönlichkeiten haben, andere Ablaufpläne. Der ist am ersten Tag vielleicht an der Tanke, an der zweiten ist der irgendwo anders in seiner Wohnung und sie sollen auch auf bestimmte Aktionen, du hast von mir aus 10 verschiedene NPCs, machst bei allen 10 ein und dieselbe Handlung und jeder NPC soll irgendwo auf seine eigene Art und Weise anders agieren. Die KI soll so auf jeden Fall das natürliche Umfeld natürlicher gestalten und wenn du von mir aus jemanden eine reinballerst, dann ballert der wahrscheinlich ordentlich zurück oder eben auch nicht und so weiter und so fort. NPCs bin ich auf jeden Fall gespannt, was da noch auf uns zukommt. Dann haben wir, das finde ich extrem interessant, als ich das gehört habe, es soll legendäre Items geben. Im Allgemeinen soll es Seltenheitsgrade für bestimmte Items geben. Das betrifft Accessoires, Waffen, Klamotten und so weiter. Und tatsächlich, also wer das nicht irgendwie zuordnen kann, kennt man aus Diablo, aus Destiny, aus Apex Legends bestimmte Sachen, die eben einen legendären Status haben oder einen epischen, seltenen oder normalen Status, Seltenheitswert. Und es soll sogar Sachen geben, die einem einen Boni verschaffen. Tatsächlich sowas wie ein Buff, was ich eine sehr, sehr interessante Sache finde. Und es kann sein, dass diese Sachen auch an Quests gekoppelt sind und man so spezielle Sachen überhaupt erst bekommen kann. Oder eben, wenn du random irgendwo auf der Map unterwegs bist und es zufällig in irgendeinem Versteck findest. Was ich auf jeden Fall geil finde und es wird implementiert, um es lohnenswerter für einen selber zu machen, überhaupt die gesamte Map zu erkunden und versuchen, irgendwo alles zu finden. Das finde ich auf jeden Fall eine extrem geniale Sache. Nächster Punkt wären Präzisionsschüsse. Nicht einfach ein Headshot und tot ist der Gegner, der einen stirbt, sondern damit ist gemeint, man kann gezielte Präzisionsschüsse nicht nur in die Fresse, sondern vielleicht auch an die Hand. Sagen wir, ein Gegner läuft auf euch zu mit einer Waffe, der hat euch vielleicht noch nicht gesehen und du machst dem einfach nur handlungsunfähig, indem du ihm tatsächlich, ganz makaber wird gesagt, du kannst Körperteile zerfetzen. Das klingt echt heftig. Aber es soll auch zum Realismus dienen und so kannst du jemanden kampfunfähig machen, ohne ihm die Birne wegzublasen. Das finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant. Dann soll es Minispiele geben. Das ist jetzt, glaube ich, in GTA jetzt nicht unbedingt was Neues, aber sie sollen bestimmte Fertigkeiten zum Beispiel ausbauen, wie das die Fertigkeit, Schlösser zu knacken, zu hacken, um in irgendwelchen Missionen Systeme, Sicherheitssysteme zu knacken oder eben verschlossene Areale freizulegen, die vielleicht mit irgendeinem heftigen Schloss, keine Ahnung, versehen sind. Das zu Minispielen, dann soll es einen, und da sage ich wortwörtlich, einen vollumfänglichen Vergnügungspark. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Es gibt einen Vergnügungspark, da kannst du wirklich jeden Scheiß machen, den du eben auf einem Vergnügungspark machen kannst. Muss ich, denke ich, nicht weiter ins Detail gehen. Wer schon mal, was weiß ich, irgendwo
Heidepark Soltau und Co. unterwegs war, der weiß, was ich meine. Sowas ist damit auf jeden Fall gemeint. Es wird Radarkontrollen geben. Da bin ich echt gespannt, wie das ist. Tatsächlich hier und da Radarkontrollen. Du kannst geblitzt werden. Du kannst irgendwo in deiner Umgebung zu schnell fahren. Du kannst mit Strafen rechnen. Wenn die Kiste vielleicht sogar registriert ist, auf dich selber nicht gerade geklaut ist, kriegst du vielleicht Post nach Hause. Das sollte man vielleicht hier und da nicht zu oft machen. Vielleicht kannst du da Bullen schmieren. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall soll es oft so sein, dass du aufpasst oder aufpassen musst. Wo fährst du zu schnell? Wo solltest du vielleicht mal ein bisschen langsamer machen? Und du kannst nicht sinnlos durch die Prärie brettern. Finde ich für den Realismus auf jeden Fall auch eine extrem coole Sache. Dann gibt es Random Events. Kennt man auch aus Spielen wie Diablo oder Destiny. Irgendwo könnte es sein, dass du vielleicht einen NPC siehst, der wird überfallen. Du musst einen NPC helfen. Das kann sogar sein, dass du irgendwo ein Verbrechen siehst, was du beobachten kannst. Da kannst du einschreiten oder eben auch nicht. Und viele andere Sachen. Dann habe ich mir als Notiz gemacht Sims Action. Was meine ich damit? Du kannst, wenn du dir ein Apartment kaufst, kannst du das vollumfänglich nach deinen Wünschen gestalten. Natürlich sind dem gewisse Grenzen gesetzt, das sollte klar sein. Aber du kannst dir von mir aus das Sofa, was da drin steht, gefällt dir nicht, kaufst dir halt ein neues und so weiter und so fort. Also du kannst dein Apartment individualisieren. Das finde ich auf jeden Fall auch nicht schlecht. Kann man haben, muss man nicht für die Realität oder für den Realismus. Auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Und das Territoriumsystem kommt zurück. Das finde ich so geil. Das fand ich in San Andreas schon geil. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es das auch in anderen Teilen gab, aber ich weiß, dass es in San Andreas eine echt coole Sache war. Du hast vielleicht eine Gang, du bist in einem Gang-Territorium unterwegs, in einem feindlichen vielleicht. Du wirst erkannt, da musst du erstmal niedergeballert, wirst verfolgt oder sonstiges. Dann gab es, glaube ich, auf der Map auch immer mal zu sehen, wenn irgendwo dein Territorium vielleicht gerade angegriffen wird, dann hast du auf der Minimap sogar gesehen, wo die Angreifer sind, wie viele das sind und so weiter. Und bist halt schnell von irgendeiner Mission zurückgefahren und musstest dein Territorium verteidigen, hast es vielleicht sogar verloren, musstest es wieder einnehmen. Das finde ich auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Und es soll verschiedene Enden in der Story geben. Das heißt, in bestimmten Missionen hast du verschiedene Möglichkeiten, dich für bestimmte Sachen zu entscheiden. Und da sollte man hier und da auch so weise entscheiden, weil es sonst das Ende auf jeden Fall deutlich beeinflussen kann, was es auf jeden Fall mehr spielenswerter macht. Du bist durch und fängst vielleicht von vorne an. Da das wahrscheinlich nicht so viele machen werden, könnte ich mir vorstellen, weil GTA 6 wahrscheinlich so verdammt umfangreich sein wird, ehe du die Entscheidung fällst, jetzt fange ich von vorne an, vergehen wahrscheinlich verdammt viele Monde. Finde ich aber auf jeden Fall extrem cool, ob man darauf hingewiesen wird. Achtung, wenn du dich jetzt falsch entscheidest, überlegst dir, keine Ahnung, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen. Und als letzten Punkt habe ich, man kann Firmen gründen und das ist nicht einfach nur, oh, ich habe einen Golfclub, oh meine Fresse, Sprachfasching, oh, ich habe einen Golfclub oder ich habe ein Taxiunternehmen. In alten Teilen, Teil 5 fand ich das jetzt nicht ganz so geil ausgebaut, wenn ich mich recht entsinne. Es ist schon eine Weile her, als ich das gezockt habe. Aber in San Andreas zum Beispiel hattest du vielleicht ein Taxiunternehmen, alle paar Tage oder alle paar Stunden gab es da Kohle auf dein Konto oder du musstest es vor Ort abholen und so weiter und so fort. So simpel ist es nicht gestaltet. Du wirst natürlich tiefer in die Materie eindringen können und du kannst sogar, wenn du nicht gerade deine eigene Firma gründen willst, wahrscheinlich kannst du auch mehrere gründen, kannst du in bestehende investieren. Ladies and Gentlemen, das waren 14 neue oder brandneue Leaks, die ich so vorher auch noch nicht kannte. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Es folgen auf jeden Fall weitere Videos, wie zum Beispiel für das Polizeisystem gibt es nochmal ein extra Video, weil es da deutlich mehr zu erzählen gibt. Ladies and Gentlemen, das war's von mir. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr zu sagen habt. Und wenn ihr von GTA 6 nichts mehr verpassen wollt, von News, Leaks, bis hin zu dem Punkt, wo dann GTA 6 auch endlich mal rauskommt und da das mit regelmäßigen Patches versorgt wird und ich euch auf dem Laufenden halte, wenn es was Neues gibt, seid ihr bei mir genau richtig. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf dieses Spiel und sehe hier zum Schluss noch diesen fetten Unfall im Hintergrund. Leute, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.